Unerwartete Selbsterkenntnisse. Boah, ich bin halt so ein Arschloch, ne? Ohne Scheiß, ne? Also ich gebe hier wirklich so viel zu wenig Liebe. Ein wundervolles Einzellagerfeuer. Normalerweise gibt es ein Einzellagerfeuer, wenn es entweder richtig krank ist oder wenn jemand abbricht. Dann gibt es ein Einzellagerfeuer. Und ist schon wieder eine Beziehung am Ende? Du kannst deine Koffer nehmen und gehen nach der Show, ey. Alter, so noch einiges mehr gibt's in der neuesten Folge von Temptation Island VIP. Und das ist dann leider, glaube ich, auch schon mein letztes Video in diesem Jahr, das ich natürlich aber wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Wie immer am Anfang noch mal eine kleine Erinnerung, was eigentlich in der letzten Folge passiert ist. Da hat Kate nämlich zum einen das wahre Gesicht ihres Mannes erkannt. Ekelhaft. Und der arme, arme Hendrik Stoltenberg hatte sowas wie einen Nervenzusammenbruch und liebt seine Paulina so doll. Sie ihn vielleicht, aber eher nicht mehr. So eine Angst. So eine Angst. Am Anfang dieser Folge war dann ein neuer Tag und dann gab es schon wieder einen mentalen Zusammenbruch bei den Männern. Diesmal war es der arme Jakob. Ich kann einfach nicht mehr. Ja, und dann hatte ich kurz gedacht, dass Jakob die Leere in seinem Kopf wegen dem Unterdruck und so nicht mehr so wirklich gut aushalten kann. In Wirklichkeit war es aber was anderes, viel romantischeres. Das Gefühl, dass meine Frau nicht da ist, das ist dann einfach diese räumliche Trennung, das macht mir einfach zu schaffen. Oh, der Arme. Und das hat ihm dann ja in den letzten Folgen so viel zu schaffen gemacht, dass er sich die ganze Zeit mit den Verführerinnen amüsiert hat. Aber egal, jetzt ist er jedenfalls ganz doll traurig. Und ich weiß natürlich, dass auch Männer weinen dürfen und darüber möchte ich mich eigentlich auch gar nicht lustig machen, aber er klingt dabei halt schon irgendwie wie eine kleine Einhornprinzessin. Und dann artikuliert Jakob auch nochmal ganz klar seine größte Angst, mit der er sich gleichzeitig leider allerdings auch ein bisschen selbst belügt. Die denkt, dass ich hier was gemacht habe, wo ich gar nichts gemacht habe. Und dann weint der Arme noch ein bisschen weiter. Ich bin mir aber sicher, die anderen Einhornprinzessinnen sind schon auf dem Weg zu ihm, um ihn zu trösten. Auch die anderen Männer sind dann von so viel Trauer wahrscheinlich ein bisschen überfordert, aber Udo versucht mal zu erklären, warum Jakob denn nun eigentlich so traurig ist. Denn bei Kate und Jakob, das ist halt einfach was ganz Besonderes. Ich glaube, das geht schon so ein bisschen irgendwie über Liebe hinaus. Genau, denn das bei den beiden ist Mega-Liebe. Der Regisseur zum Film dazu ist übrigens Michael Bay. Und weil das alles so krass ist, befürchtet Jakob sogar weitere Schäden für sich. Ich krieg da so einen Dauerschaden von, ne? So für danach auch. Ach du Jakob, weißt du, ich glaube, noch mehr bleibende Schäden als du kann man sowieso nicht haben. Deswegen kannst du eigentlich optimistisch in die Zukunft gucken. Und das tut er dann auch. Er denkt nämlich schon ans Wiedersehen am Ende der Sendung. Ich glaube, in der ganzen Geschichte der Menschheit gab es noch nie so ein Wiedersehen. Ja, ich bin mir auch sicher, dass das Wiedersehen krass wird. Allerdings glaube ich völlig anders, als du denkst. Denn Kate in der Frauenvilla denkt auch ganz intensiv an ihren Jakob. Allerdings eher an die schlechten Phasen mit ihm. Der Streit, der ist so krass bei uns. Ich bin da manchmal auch so, dass ich seine Stimme nicht mehr ertragen kann. Ja, und das ist nicht alles. Denn für Kate ist es auch noch sehr, sehr schwierig, mit Jakobs schwerer Intelligenzresistenz umzugehen. Denn eigentlich hat sie ja selber eine. Ich muss halt quasi jetzt immer für ihn mitdenken. Das nervt halt einfach unfassbar. Ja, das ist wirklich sehr traurig formuliert. Aber wenn man sich die nächsten Bilder von Jakob anguckt, was der denn gerade so in der Männervilla macht, um sich ein bisschen abzulenken, dann kann man auf jeden Fall verstehen, warum Kate für ihn mitdenken muss. Wir spielen jetzt gleich ein paar versaute Flamingo-Spiele. Kein Spaß. Glücklicherweise ist für diese etwas bescheuert aussehende Poolparty aber sowieso nicht genug Zeit, denn dann kommt wieder das wundervollste Geräusch, das es jemals in der Geschichte des deutschen Fernsehens gegeben hat, nämlich Temptation. Dieser Temptation-Sound ist natürlich sau eklig, also das ist unbeschreiblich. Ja, und diesmal sind wirklich alle Männer beunruhigt und insbesondere natürlich auch Hendrik, der gefühlt sowieso schon das ganze Format lang an der Grenze zum Herzinfarkt steht. Der tut mir mittlerweile wirklich leid. Digga, wenn die jetzt kranke Bilder von meiner Freundin werden, dann breche ich ab, Alter, ich schwöre auf alles. Nein, das nicht. Allerdings sind die Neuigkeiten, die Moderatorin Lola verkündet, dann auch nicht wirklich viel besser. Das verspricht einiges an Drama. Udo und Jakob, ihr zwei kommt heute Abend zu mir zum Einzellagerfeuer. Puh, ich glaube, das ist wirklich für Jakob und Udo ein richtig schwerer Schlag. Aber glücklicherweise sind ja Hendrik und Giuliano da und die werden doch jetzt bestimmt total freundlich reagieren, damit es den Männern gleich besser geht, oder? Jawoll, Junge! Ja! Also, da muss ich mich einfach erstmal freuen. Alter Giuliano, du kannst doch jetzt gerade auf Jakobs Gefühlen nicht einfach so rumtanzen. Dann versuch doch jetzt aber wenigstens mal auf eine ganz einfühlsame Weise zu erklären, was so ein Einzellagerfeuer eigentlich bedeutet. Normalerweise gibt es ein Einzellagerfeuer, wenn es entweder richtig krank ist oder wenn jemand abbricht. Dann gibt es ein Einzellagerfeuer.
Boah, Giuliano, aber alles klar, kein Problem. Dann übernimmt das einfach Hendrik, weil der ist ja, das haben wir ja tatsächlich mittlerweile gelernt, ein relativ einfühlsamer Mensch. Und der wird doch jetzt wirklich irgendwas Nettes zu den beiden sagen können, oder? Boah, das wird auf jeden Fall eine harte Nummer, ne? Weil du da wirklich dann alleine sitzt, keinen hast. Jakob fährt dann auf jeden Fall wieder seinen ganz persönlichen Film und macht sich die ganze Zeit schrecklich große Gedanken. Er und Kate, das ist aber auch einfach das beste Liebespaar seit Romeo und Julia. Oder Bonnie und Clyde. Oder Nutella auf Butterbroten. Oder wir lieben uns so gestört, so krank, Digga. Und dann passiert etwas, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Denn Giuliano hat plötzlich einen Geistesblitz und stellt wirklich eine richtig gute Frage. Der habe ich ausnahmsweise nichts hinzuzufügen. Wenn ihr euch so krass und so krank und so gestört liebt, dann müsst ihr eigentlich die ganzen Lagerfeuer eigentlich voll harmlos, würde ich sagen. Das stimmt nicht nur, sondern das ist auch total logisch. Aber dann passiert natürlich das, was immer passiert, wenn Logik in der Nähe von Jakob auftaucht. Er hat eine natürliche Abstoßungsreaktion und verschwindet einfach. Nee, was ist vor? Nee, so viel, ich kann das nicht stehen. Kate in der Frauenvilla hat währenddessen bezüglich ihrer Beziehung immer noch eine ganz andere Stimmung und unterhält sich darüber sogar mit ihrer Ex-Affäre Diogo. Denn von dem möchte sie sich eigentlich nicht mehr die ganze Zeit distanzieren, auch wenn Jakob das dann vielleicht blöd findet. Ich will halt zum Beispiel auch, wenn wir uns treffen, dass da nicht immer so eine Stimmung ist, weil wir werden uns so oft noch sehen. Und dann passiert schon wieder was Merkwürdiges, weil auch Diogo hat sowas wie einen Geistesblitz und stellt sich auch noch einigermaßen als empathisch dar. Das ist ja wirklich mal eine ganz verrückte Folge Temptation Island VIP. Bin hier auch noch mal ein bisschen aus dem Weg gegangen, damit da nicht noch mal mehr Probleme passieren. Aber dieses Gespräch muss leider auch warten, denn auch bei den Frauen gibt es das wundervollste Geräusch, das es jemals im deutschen Fernsehen gegeben hat, nämlich Temptation. Da wird mir immer schlecht, also sofort. Ja, da kriegt man Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, verständlich. Und natürlich sind auch alle Frauen in der Frauenvilla sehr beunruhigt, als sie das Geräusch hören. Außer Emmy, die checkt wieder nix. Weil es Temptation Sound oder warum sind alle hier? Ja? Ja? Na gut, aber irgendwie kann man ja auch verstehen, dass es Emmy nicht so juckt, weil ich meine, die ist ja sowieso nur mit ihrem Fake-Beziehungspartner Udo da drin und was der macht, das kann ihr einfach komplett egal sein. Da muss sie direkt mal über sich selber lachen. Oh mein Gott. Auch hier verkündet Lola dann natürlich die Einzellagerfeuer und eigentlich hätte ich ja gedacht, das wäre dann logisch, wenn die Frauen von den zwei Männern, die beim Einzellagerfeuer sind, dann auch dahin berufen werden. Aber da gab es einen kleinen Kniff von RTL. Emmy und Paulina, ich erwarte euch heute Abend zum ersten Einzellagerfeuer. Krass, und dann beweist sogar Emmy, dass sie die Sendung vorher doch schon mal gesehen hat, denn sie weiß immerhin, was so ein Einzellagerfeuer normalerweise bedeutet. Da hat sie ja schlechte Nachrichten für ihre Kolleginnen. Ja, also entweder jemand hat auf jeden Fall Sex gehabt. Oder jemand ist gegangen. Genau, und deswegen sollte man ja eigentlich als Kandidat immer sehr froh sein, wenn man nicht zum Einzellagerfeuer eingeladen wird. Außer Kate, die beschwert sich gleich mal drüber. Ja, ich will meinen Mann aber auch sehen. Ich finde das scheiße. Puh, und wir erinnern uns nochmal, dass Kate ja diejenige ist, die für Jakob mitdenken muss. Aber okay, Paulina fängt dann jedenfalls gleich mal an, sich für das Einzellagerfeuer entsprechend vorzubereiten. Sie weint sich nämlich schon mal warm. Okay, und dann ist wirklich was passiert, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Und das ist für mich vielleicht der überraschendste Moment in allen Staffeln Temptation Island bisher. Giuliano hat plötzlich eine Selbsterkenntnis. Boah, ich bin halt so ein Arschloch, ne? Ohne Scheiß, ne? Also ich gebe hier wirklich so viel zu wenig Liebe. Ja, richtig gehört, und er scheint das wirklich ernst zu meinen und denkt ein bisschen darüber nach, was er seiner Freundin eigentlich alles so angetan hat und haut dafür auch gleich noch ein paar Beispiele raus. Und die fährt mit dem Auto 2,5 Stunden zu mir und ich sag nicht mal danke, dass sie kommt. Und dann hätte ich ja eigentlich erwartet, dass Giuliano aber relativ schnell wieder in seine Spur findet und sagt, naja, das muss halt so sein. Aber nein, er nimmt sich sogar was für die Zukunft vor. Sollte der am Ende vielleicht noch sympathisch werden? Wenn ich hier rauskomme oder so, da muss ich die nächsten 3 Wochen der Sklave sein. Und auch Hendrik, der seine Paulina ja so vermisst und liebt, nimmt sich noch was vor. Das ist wirklich eine ganz merkwürdige Staffel irgendwie. Noch mehr im Haushalt mache, einfach noch mal 10% mehr einfach so. Krass, 10% von 0, das sind dann ja immer noch 0. Aber wie auch immer, Paulina hat das Weinen dann jedenfalls erst einmal eingestellt und beschwert sich im Interview wieder mal über ihren Freund Hendrik. Und ich meine, sie hat zwar prinzipiell recht, aber wir sollten uns auch noch mal daran erinnern, dass sie ja die ganze Zeit fleißig mit einem Verführer rumflirtet. Ja, für mich gefährdet er wissentlich die Beziehung damit. Ja, Paulina, nochmal, du hast recht, aber du machst, finde ich, die ganze Zeit was noch wahrscheinlich Schlimmeres. Aber dazu können wir doch deine kleine Affäre einfach selbst mal anhören. Ich merke einfach, da ist was zwischen uns.
Ja, und dieses Etwas, das würde Dominik gerne noch ein bisschen vergrößern. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob es in den nächsten Folgen dazu kommt. Dieses, wenn es wirklich so in diesen nahen Körperkontakt kommt, würde ich sie packen und einfach küssen. Dann ist es aber auch schon soweit und Paulina ist die Erste, die zum Einzellagerfeuer antreten muss und hat eine große Hoffnung. Und die finde ich sogar wirklich ein bisschen süß. Ich hoffe einfach, dass Henrik daran denkt, dass er eine Frau und einen kleinen Hund zu Hause hat. Ja, gerade der kleine Hund denkt bestimmt die ganze Zeit an Henrik. Und solche Bilder, die möchte man als kleiner Hund nämlich nicht sehen. Das ist ja gar nicht FSK 3. Da holt mal Öl und jetzt befriedigt uns hier mal ein bisschen. Ne? Ja, und das waren dann auch schon so die schönsten Bilder. Und Paulina ist davon merkwürdigerweise gar nicht so angetan. Und der kleine Hund übrigens auch nicht. Du kannst deine Koffer nehmen und gehen nach der Show, ey. Ja, und das klang jetzt ja noch relativ resignierend. Aber wer Paulina kennt, der weiß, die wird nach ganz kurzer Zeit auch nochmal aggressiv und hat wirklich ein paar schöne Vergleiche drauf. Aber jetzt zieht sie schon wieder den armen kleinen Hund mit rein. Unser Hund, der 5 Monate alt ist, der rammelt alles, was auf dem Boden liegt. Und genauso ist Henrik auch. Die Bilder schocken Paulina dann so, dass sie kurz davor ist, eine Entscheidung zu treffen. Das wäre dann dieses Jahr der erste freiwillige Auszug in dieser Show. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich den da rausholen soll, weil ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Nach dieser Aussage wird dann sogar Moderatorin Lola ein bisschen sentimental und möchte Paulina trösten. Mit einer mittelgroßen Lüge, finde ich. Ich glaube, das Wichtige ist, dass ihr die Basis der Liebe habt. Und darauf müsst ihr aufbauen. Paulina entscheidet sich dann erst einmal zu bleiben. Und der nächste beim Einzellagerfeuer ist dann Udo. Und womit rechnest du so? Ich dann heute knallhart auf die Schnauze bekomme mit Bildern. Naja, und ich fand, RTL hat jetzt nicht mal unbedingt die schlimmsten Bilder ausgesucht, aber Udo musste dann mit ansehen, wie Emmy mit Jogo im Bett war. Seine Begeisterung war, glaube ich, nur so mittelgroß. Okay, und ich glaube, so ziemlich jedermann wäre jetzt nicht so erfreut davon, wenn seine Freundin in einem TV-Format mit bekanntermaßen einem der schlimmsten TV-Stecher aller Zeiten gemeinsam in einem Bett schläft und kuschelt. Udo fand's aber eigentlich super. Na, wenn das keine Fake-Beziehung ist, dann war sie auch nicht. Für mich beruhigend, weil ich tatsächlich schon viel, viel weiter im Kopf war. Auch Emmy, die nächste beim Einzellagerfeuer, rechnete dann übrigens schon mit dem Schlimmsten. Eine Sache hat sie besonders gestört. Nachdem ich gesehen habe, dass Udo sich an Vogellasten packen hat, sowas kenne ich gar nicht von Udo. Genau, denn sie zum Beispiel darf nie an seinen kleinen Zaunkönig fassen. Wo Udo aber gerne hinfasst, das sah sie dann bei den wundervoll ausgewählten Bildern von RTL. Wo hat er seine Hand? Das fand Emmy dann allerdings gar nicht so schlimm wie einige Äußerungen von Udo und das kann ich gut verstehen, weil die waren auch in der Regel einfach schlimmer. Arme, arme Emmy. Wenn ich wüsste, dass es die Frau ist, die ich irgendwann heirate, hätte ich an diesem Format gar nicht teilgenommen. Emmy wurde dadurch dann allerdings nicht unbedingt wütend, sondern eher ein kleines bisschen traurig. Denn dass das eigentlich nur eine Fake-Beziehung ist, das wollten sie doch erst nach der Show sagen. Mich so zu blamieren auch noch? Sagen, ja, das ist ja gar nicht die Frau fürs Leben. Dann gab es ja auch noch die wundervolle Äußerung von Udo, dass er Emmy jetzt auch nicht unbedingt für die hellste Kerze auf der Geburtstagstorte hält. Und das war für Emmy dann wirklich genug. Ich bin auch eine gute Freundin und mit mir kann man sich gut unterhalten und dumm bin ich auch nicht. Dass Emmy übrigens wirklich gar nicht so blöd ist, das merkte man dann an ihrer nächsten Äußerung. Denn sie hatte noch sowas wie eine Botschaft für Udo und dessen Flirts mit den Verführerinnen. Die ganzen Weiber, die wollen letzten Endes dann nichts mehr von ihm. Ich dachte, er wäre ein bisschen schlauer und versteht es. Trotzdem zog auch Emmy nach dem Einzellagerfeuer irgendwie ein mehr oder weniger positives Fazit. Ja. Gut, kann man ja mal machen. Wir haben noch Zeit und die gebe ich ihm jetzt einfach, zu sehen, ob er sich bessert. Der nächste beim Einzellagerfeuer, das sollte dann aber endlich Jakob sein. Und der wusste schon, dass er ein Problem hat. Denn er kam ja geistig quasi völlig unbewaffnet. Ich habe nur mich selber, meinen Kopf. Und das wird eine Herausforderung auf jeden Fall. Ich habe es ja schon angedeutet, diese Folge ist wirklich mega crazy. Denn auch Jakob übte am Anfang dann aber erstmal Selbstkritik. Was zum Teufel geht da eigentlich ab dieses Jahr? Ich habe, glaube ich, auch ein paar Dinge mir geleistet, die jetzt nicht so geil waren. Na, ob das anhält, wenn Jakob jetzt auch Bilder von seiner Freundin zu sehen bekommt, die ihm wahrscheinlich nicht so gefallen werden? Probieren wir es doch einfach mal aus. Das hier hat Kate zum Beispiel über Jakobs krankhafte Eifersucht gesagt. Er hat auch darauf bestanden, dass das Bett getauscht wird, weil er nicht will, dass er in einem Bett schläft, wo schon ein anderer geschlafen hat. Okay, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen freakig, aber vielleicht bleibt Jakob jetzt ja bei seiner Selbstkritik und nimmt das auch offen und konstruktiv wahr. Oder er regt sich halt doch wieder nur blöd auf. Schöne Details, sehr gut, Mädchen, ganz toll.
Die nächste Äußerung von Kate, die ich allerdings wirklich auch ein bisschen gemein fand, bezog sich dann darauf, dass sie ja normalerweise das Trash-TV-Sternchen ist und ihr Freund hier eigentlich gar nicht hingehört. Schon irgendwie fies. Jetzt ist er halt hier mit reingezogen worden und das ist eigentlich für mich ein bisschen störend. Ja, wenig überraschend ist dann beim störenden Jakob wieder irgendwas im Kopf gerissen. Wobei, da ist ja eigentlich nichts. Was kann denn da gerissen sein? Naja, egal. Er hat sich jedenfalls kräftig aufgeregt. Wenn ich nicht hier reinpasse, kein Problem, alles okay, kann ich auch meine Sachen packen und gehen. Und das war's dann leider auch schon wieder für diese allerdings, wie ich fand, wirklich tolle Folge von Temptation Island VIP. Aber die nächste wird, glaube ich, auch ganz gut, denn Paulina wird richtig deutlich. Henrik, du kleiner Wurm, wenn du deinen kleinen Wurm nicht bei dir behältst, dann weißt du Bescheid. Und Dominik und sie, die verschwinden im Schlafzimmer. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen. Wenn du das nicht verpassen willst und mir zum Jahresabschied noch einen großen Gefallen tun willst, dann würde ich mich mega freuen, wenn du jetzt kostenlos meinen Kanal abonnierst und vielleicht auch noch einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du sonst noch ein bisschen Bock auf mehr Zwiebelhund hast, kannst du mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram und Twitter folgen. Das sind die ersten Links oben in der Videobeschreibung. Aber streng genommen musst du das jetzt alles sowieso wieder tun, denn sonst musst du 3 Jahre lang eine Psychotherapie für Jakob leiten.